Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde The Forest. Heute bin ich hier leider alleine, denn die liebe Powerwurzel hat heute keine Lust. Habt ihr gedacht, ne? Nein, hätten es eh. Ich hatte keine Tür, sie hat keiner reingelassen. Ja. Tut mir leid, lieber Powerwurzel, ich habe dich nicht klingeln gehört. Ich brauche keine Klingel, ich habe einen Katana. Ach so, ja. Denk doch grad. In diesem Sinne, zurück im Wald und herzlich willkommen. Genau. Moinsen, moinsen. Wir haben heute hier ja voll die Neuigkeit zu entdecken heute. Wir gehen dann mal einfach mal zu unserem Bötchen rüber. Wie sieht das denn aus? Ja, essen, trinken können wir denn auch gleich nochmal. Oh, jetzt zurückpacken. Das schwarze Fleisch, das mundet. Wie sieht denn mein Trinkgedrink aus? Okay, 100%, sehr gut. Irgendwo hatten wir doch einen Bus. Da hatten wir einen Bus. Busfahren. Da ist er. Oh, Freunde. An der Bushaltestelle stehen noch andere. Tut mir leid, Leute, der Bus ist schon los. Alter, wo kommen die denn auf einmal her? Na dann. Tschö mit Ö. Arschbombe! Man sollte ja nicht mit Fremden an der Bushaltestelle reden, also. Genau, nicht mit Fremden reden. So, haben wir hier noch irgendwas Schönes zum Looten? Ein bisschen Zaster. Okay, habe ich wohl auch voll. Auch alles. Auch alles. Okay. Wo finde ich jetzt die Karte? Da. Geht gar nicht, wahr? Falsche? Was? Wir brauchen noch eine? Dachte er denn irgendwas an, oder? Nein, gar nichts. Absolut nichts. Da ist ein Schloss. Und da kommt auch kein E oder irgendwie sowas. Kannst ja auch mal testen, aber. Dann lass mich mal kurz in die Ecke, aber ich glaube, du bist nicht ein Christin. Also bei mir kam jetzt nichts, jedenfalls. Ich glaube, das ist echt nur die Kraterkarte. Ich hab's geahnt. Ich hab's befürchtet, dass wir für diese Tür noch was anderes brauchen. Auf die Hütte. Oh Menno. Das ist natürlich jetzt blöd. Genau, ich habe Katana, ich brauche eine Nimm die halt den Senf mit so. Klingel. Ja, jetzt stehen wir hier mit unseren Karten. Das ist natürlich jetzt Ein Skandal ist das. unangenehm. Peinlich. Ja, Herr TZ, was halten Sie denn von einem kurzen Break, um sich zu informieren, wo denn eventuell die Karte von diesem Boot ist? Ja, selbstverständlich. Bevor wir jetzt 20 Let's Plays dafür vergeuden, alle Höhlen abzulaufen? Das machen wir. Wenn Sie Alles im Muster. klar. Genau, bis gleich. Hi. Ja, wir haben da was zu sagen. Gute Neuigkeiten. Ja, wir haben richtig gute Neuigkeiten. Und zwar ist die Karte, die wir gefunden haben, nicht fürs Boot. Gut, okay, das ist jetzt nicht unbedingt die harte Neuigkeit, die wir überbringen wollen, weil das haben wir ja nun schon mal gesehen. Und zwar gibt es neben dieser Schlüsselkarte noch eine goldene Karte, die für das Boot ist. Und die goldene Karte, wo kriegt man die natürlich her? Richtig. Aus dem Krater nachher zum Ende der Story. Oder direkt am Ende oder
nach der Story, wie auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall entweder auf dem Weg dahin oder wenn man die Story beendet hat, dann kriegt man die Karte. Wir haben jetzt nicht geguckt, wo oder wann oder sowas. Auf jeden Fall habe ich jetzt nur gesehen, dass es da irgendwo denn die Karte gibt, wenn man sich dem Storyende nähert. Das heißt jetzt für uns, wir enden uns der Story. Und es freut sogar den Einwohner. Die brüllen gleich los vor Freude. Die freuen sich, dass sie uns los sind. Ja. So, dann will mal sagen, gehen auch einmal frühstücken, beziehungsweise wir lassen uns mal hier über pennen gehen. Weil jetzt im Dunkeln dahin ist auch ein bisschen meh. So, einmal schlafi machen. Bin auf dem Weg, ich sammle schnell die Beeren. Mein Spezialgeheimfutter, so. Ah, wir haben hier ein paar Nachtaktive unterwegs. Ja, manche Leute können echt nicht schlafen. Da kenne ich einen höchstpersönlich von. Ja, ich habe auch die Nächte durchgemacht jetzt, die letzten. So, einmal was trinkelieren. Das füllen wir nachher wieder auf. So, dann wollen wir mal schlafen. Set. Das war Niam, niam, niam. Guten Morgen. Guten Morgen, liebe Powerbrezel. Und den Morgen, lieber Tizet. Ich geh mal pischen. Hier. So, hier einmal. Da einmal. Da einmal. So. Mal, wie viele das schon sind. Ja, voll, ne? Der eine auf jeden Fall. Also ihr könnt doch Party machen, Jungs. Ihr nicht. Ach stimmt, hier sind nur fünf drin. Ja. Ihr nicht. Ihr ja, ihr nicht. Ihr ja, ihr nicht. Aber eigentlich umgekehrt. Wollte ich Ihr gerade nicht. sagen. Oh. Jo. Denn jetzt ein Kräter nicht. Wir hatten da auf jeden Fall ein Haus, glaube ich, beim Krater. Weißt du nicht mal, welches gelbe? Oder gelben. Die Richtung. Okay, das ist das. Ja, das Blaue ist bald weg. Aha. Hallo? Ach, da rennt er. Ich bin schon da, ich. Halte dich an den Weg. Ist sonst gefährlich. Ah ja, hier sind ja wieder Klamotten drin. Super. Ist nicht gut. Ey, der soll eine geäumelt kriegen. Moment, ich repariere, kriegst wieder eine geäumelt. Die ganzen Dinger sind ausgelöst, verdammte Axt. Der Ommelwald ist kein Ommelwald mehr. Ja, doch, nur ein hängender Ommelwald. Ab zur gelben Hütte. Ah, es ruckelt hart. Du, biu, biu. Oh, eins, zwei, drei.
4. Moin, Leuch. Ey, du Eumel. Der Opi, der kommt mal wieder nicht aus dem Knick. Ich bin ja Kumpel. So, hey. Jetzt müssen wir hier irgendwie heil runterkommen. Da, lieber hier vorne. Miau. Mach meine Rüstung kaputt. Ich mache einen Abflug. So. Ich spiele nicht mehr mit euch. So, ihr seid selber schuld. Ja, yeah. Bitte. Sieht aber naja. Du hast schon wieder ein Gesicht von jemandem geklaut. Party, 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 Party. Boah, nun geh doch mal drauf. Nee, da hinten kann ich hin, da fahr ich runter. Party, 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 Party. Boah, Alter, der soll nicht hoch zu hoch zu fliegen, ey. Komm mal her. Au. Hau mir nicht meine Rüstung runter. Mann, 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 Mann. Miau. So. Der Eingang zum Krater war ja an so einem grauen Zelt. Ja, hier rechts rum, glaube ich. Ja, zum Dorf da hinten irgendwie, ne? Aber warten wir jetzt mal auf die Knochenlieferung. Da kommt noch eine Knochenlieferung. Ach da! Boah! Forrest ruckelt heute wieder richtig hart. Hä? Wo ist er hin? Da. Das ist ja schön, dass du dich gleich selbst verbrennst. Warum wir das immer machen? Knochenlieferung! Hallo Rea, ihr seid erstmal safe. Ja, wir haben ein paar im Haus. Da oben. Geh weg mit dem Kopf. So. Alles klar. So, dann wollen wir mal, würde ich sagen. Momentus. Hat mein Fleisch geklaut. Ja, weil wir ja jetzt weiterziehen. Okay, ich putze immer noch eins. Und dann geht's los. Ah ne, eins können wir noch aufpacken. Aber fertig, Fleisch. Ganz eilig.
Machen wir Stufe 2. Ja. Lecker. Hopp, hopp, hopp. Wir laufen im Galopp. Galopp, Galopp, Galopp. Wir gehen gleich in Gata rein und müssen das LP bleiben sein. Der Hopp, Hopp, Hopp. Wir laufen im Galopp. Juhu, noch einmal planschen. Die Wasser, ich hier außen. Hier kann man auch noch einmal planschen. Plansche, plansch. Wir laufen irgendwie in die voll falsche Richtung, oder? Ja, definitiv, also. So. Weil da hinten sind zwar Zelte oder ein Minidorf oder sowas, aber da ist es nicht. Ich glaube, wir sind echt wieder. Ich glaube, links rum wäre es gewesen, bald. Ja, da hinten, wo die drei Zelte sind auf der Map, ne? Gar nicht so. Ja, denke ich auch mal. Klasse. Ja, wie wundert das noch? Nee. Also so aufmerksame Zuschauer werden schon wissen, wieso. Also. Ja, eben, also. Die Kenner wissen, dass sie sich da nicht mehr wundern brauchen. Diese Richtung. Wir können auch einfach den Grat da runter hüpfen. Wenn wir den kurzen Weg. Das kann man überleben sogar. Ja, ich weiß, deswegen ja. Das Problem ist nur, man kann. Es gibt keine Garantie. Und wenn man es nicht überlebt, hat man ein Problem, weil denn der Rucksack an einer blöden Stelle liegt. Moin. Bringst du mich hier auf doofe Ideen, ihr Paul? Nee, außerdem bin ich dann getrennt von dir, wenn ich überlebe und du nicht. Und dann hängt ja einer oben. Und du willst dir mit Sicherheit anders überlegen, wenn ich gestorben bin. Ja, ich mach deinen Schuh. Gerade der Ausflug ist für heute Ben. Du willst dich anders überlegen, denn haha. Reingelegt. Oder einfach nur reinschubsen und weglaufen. Also hier ist der Höhleneingang, den wir, glaube ich, hatten zur Schlüsselkarte. Ah, hier ist das doch. Gefunden! Okay. Muss ich nur dich finden. Ach, da hinten. Mal hier runter. Da kommen wir gleich hier so. Hier oben irgendwo ist doch das graue Zelt gewesen. Ja, da hinten. Weiter hoch, genau. Alter, was ist denn los hier? War hier nicht irgendwo das graue Zelt? Warum laufen wir da weg? Ja, da vorne ist es. Ich bin jetzt direkt am grauen Zelt. Bis an den gelben Zelten, ja. Ich sehe deinen Namen gerade nicht. Ach, da stehst du. Hallo. Na dann. Auf, ins Abenteuer. Oh.
Die sauer sind, dass wir den Bus geklaut haben vorhin? Bestimmt. Licht an. Die Show muss weitergehen. Aber auch eine angenehme Grafik. Füßkiste. Hopp. Noch eine Kiste Unterschied. Boah, alle Kisten. Aufräumen-Kommando, Visera ist da. Ja, das ist unser Schredder. Ja. Nur zu spoilern. Oh, fast wäre ich mit hinterher geflogen. Ich nehme die Seil. Aber du hast andere Kisten als ich. Weil wenn du was schiebst, das sehe ich nicht. Ja, ja, das hatte ich auch mal bei dir. Ich so, hä? Der ist ein bisschen blöd, der schiebt da leere Sachen. Ich schieb mal ein bisschen Luft runter. So. So, ich schiebe auch nochmal Luft. So, ist meine letzte Luft. So, wie, da liegen jetzt keine Kisten. Oh, ich hab gerade gehört, wie sie aufgeschlagen ist. Kisten, wo seid ihr? Da seid ihr. Hauptkisten, die dürfen noch eine Runde. Ja. Okay, nochmal schiebe ich nicht alle runter. Nee, ich schiebe auch nur eine. Okay, zwei. Aber meine Fresse haben mich in den Haufen geschmissen. So. Und tschüss. Oh. Tschüss. Oh Gott, das war knapp. So, da wollen wir nochmal tauchen. Er ist cool gemacht, dass er den jetzt automatisch anzieht. Ja, geil wäre es, wenn er den auch automatisch ausziehen würde. So, das machen wir einfach mal mit. So. Falls was ist und so. Nun los, Speicher hin. Geht doch. Gute Idee. Mal aufwärmen. Wir hätten uns eine tragbare Bank mitnehmen sollen. Ja, so eine Campingstühle fehlen hier noch. Das ging ja flott, ne? Ja, habe ich mir auch gerade so gedacht. So, wir sind ja schon da. Der ist ein Teil des Kraters. Wow, Stick Party! Stick, 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 stick. Halt voll. Aber hier war auch ein Bild irgendwo. Wenn ich mich nie irre. Und ich irre mich nie. Öfter als 5 bis 8 Mal am Tag. So. Also es sieht jetzt nicht so aus, dass hier irgendwo ein Bild ist. Wie gesagt, 5 bis 8 Mal. Ja, dann haben wir jetzt die Nummer 6. Besten Fall. So. Okay, ich mach mir mal. Warum auch nicht? Das war der falsche Buchstabe. Zack und zack. Okay, hier geht's nicht. Ah, hier geht es wieder. Hä? Warum geht das hier nicht? Lagerfeuer bauen? Ja. Warte. Ich mach mit. Eben hatte ich hier gerade. Aber jetzt nicht mehr. Ja, ja. Vielleicht darf man hier kein Feuer machen. Ja. Yeah. Ja, hier geht's bei mir auch. Da kann ich nämlich noch ein Stück Fleisch raufhauen. Gute Idee, Mario. Mir noch was mampfen, bevor Sonne geht. Anis! Wir kommen gleich. Ist ja auch Dynamit? Nee, ne? Ja. Ach nee, das waren die Fackeln, glaube ich. Oh, wie doof. Ja, Fackeln. Das sind die blöden Fackeln. Oh.
Hier sind noch Trinkies. Falls du noch was brauchst. Trinkies. Dein Essen ist fertig. Ich glaube, mein Essen habe ich schon versehentlich noch eins draufgepackt. Ne. Hab ich echt noch? Noch mal gutes Fleisch, rette das. Komm, wo ist mein Fleisch? Ja, das machst du doch kaputt. Nein. Das war auch schon fertig geräuchert. Das ist gut. So. So. Ich würde mal sagen. Mal drüben hat auch einer aufs Zelt, hör mal. Bin nicht allein, liebe Paul Wulze. Also Obacht. Ich geh mal da lang, genau. Ich drück dich durch. Nein. Hallo? Hallo! Erstaunlich wenig los in dieser Höhle. Kennt man ja gar nicht. Moinsen! Was geht? Quatsch. Nein. Schon wieder das Quatsch. Das war ja. Bist du die 36? Nee. So. Bitte. Rübel. Haben wir das auch geklärt? So. Abwärts. Er ist der Stock. Da. Oh, er ist ja auch ein Feuer, lol. Wir haben schon überall unsere Spuren hinterlassen. Hier ist Schoki. Er ist der Schoki. Müssen wir da durchtauchen oder wie läuft das jetzt hier? Überlege ich auch gerade. Da ist ein weiter das aus, wenn der Durchgang ist. Oder ging es hier nur runter wegen dem Outfit? Hier ist irgendwie gar kein Durchgang. Soll das Spiel? Auf jeden Fall muss es ja sonst auch einen Sinn haben, dass man hier runter kann. Ich glaube, mir ist kalt. Mhm.
Der Witz ist, von hier kommt man gar nicht weiter. Auf der anderen Seite ist auch noch ein Kletterseil. Da bin ich ja gerade oben. Ach so. Aber das ist die Lücke, die wir oben im Boden hatten, wo die eine Leiche da hängt an der Decke. War das andere, ne? Ach man. Uhu. Ist auch ein Betrieb in der Höhle. Mann, Mann, ich kann nicht erwarten. Geht jemand los hier? Oder? Ja, da oben kommt's nicht weiter. Kann man echt nur hier runter, um Koffer aufzumachen? Der Mau. Nee, das geht hier weiter. Oh, von hier sind wir gekommen. Dann sind wir hier rumgelaufen. Ja, und runter. Und das war's. Da hinten ist ein Seil. Ja, hier gibt es mehrere Wege. Ja, stimmt. Stimmt, das ist die Ecke wieder. Aber ich glaube, da hoch geht es, glaube ich, nicht mehr weiter, ne? War das nicht so? Nee, da kommen wir wieder raus, glaube ich. Ich glaube auch. Dann machen wir einfach mal das hier. Was sollten wir? Langsam einen Speicherpunkt finden. Mal unsere Höhlenexplosion hier. Auf jeden Fall hört man hier schon mal was Großes. Wand. Ah. Hey. Hier ist Einbahnstraße, Mann. Hab ich mich erschrocken. Bin ich zurückgekrabbelt? Ja. Ich denke, hä? Ich bin doch schon durch die Höhle. Wieso kommen sie jetzt von der anderen Seite? Wir krabbeln die ganze Zeit hoch. Wir wollten doch eigentlich runter. Nicht, dass das jetzt hier der Weg raus war. Oh, jetzt stehe ich kurz im Dunkel. Ich bin jetzt komplett verwirrt hier. Hä, wo läufst du denn hin? Ich bin wieder zurück. Ja, wieso? Das weiß ich auch nicht. So. Irgendwie war das ganz komisch. So auf den Weg nach unten gefunden, aber nur wenn ich ihn nicht wollte. Und wir haben ihn ja auch schon gefunden, also. Das Ding ist, die Wand hier kann man nicht sprengen. Ich habe kein Sprengsymbol. Aber irgendwie muss es ja hier weitergehen, wenn es hier hochgeht. Weil es gibt ja hier sonst auch nichts zu sammeln oder so. Wir fragen nicht nach Sprengen. Wir sprengen einfach. Ah, geht trotzdem. Das ist sehr schön. Wow, ein Pfeifi. Ihr braucht keine Erlaubnis. Okay. Oh, Munition. Auf jeden Fall stampft hier was Großes. Also so falsch. Oh, hinter dir. Das fand ich gerade aus. Ja. Au! Ach stimmt, ich habe gar keine Rüstung an. Ich habe ja nur mein Wärmezeug an.
Boah. Ganz schnell Pillen nehmen. Mach mal der Hänge, das war meine Chance. Bleib. Wäre gut, wenn du auch mal was hast. Hä, wo ist er hin? Okay. Weggeballert. Okay, jetzt wird Zeit, was zu essen. So. Du willst doch nichts essen, Keule. Ess doch was. Trink doch was. Zähnchen. Jetzt geht's so. Haben wir hier sonst noch irgendwo irgendwas? Bin meiner Meinung hier ist mehr Gegner. Oh. Okay, da ist er. Bleib in der Nähe vom Feuer. So, zack. Kriegen wir so. Da ist er, kommt er. Auf zu Papa. Was? Ich bin am Essen, du Sack. Lad nach. Ah. Du Sau. Ein paar Schläge, dann sind die down. Das ist doch ganz cool. Kommen dir gar nicht groß. Dumm. Attackieren. Ah, essen wir dann mal noch einen Kräuter. Nee, nicht Energie. Das müssen wir essen. Oh, ich habe kein Aloe Vera mehr. Na toll. Mann, Scheißkopf. Oh, dass man immer die Köpfe anvisiert. Geht doch mal weg. So. Ich habe hier habe ich Aloe Vera für dich. Cool. Dankeschön. So, jetzt auf jeden Fall volle Rüstung machen. Der Wärmeanzug, der schützt so bedingt. Ja, ich werde dir ein bisschen helfen, mein Basti. Nö, ich hab. Glaube ich. Nein, mir fehlt ein Knochen. Der kommt hier, hat was im Nagen. Ja, danke schön. Einmal ein Süppchen machen. Ja. So, alles klar. Dann würde ich mal sagen, den Rest machen wir dann nächste Woche, wa? Absolut richtig. Weil sonst haben wir gleich eine Stunde voll, wenn wir hier weiterlaufen. Nee, das ist richtig. Wir sollten uns vielleicht so ein provisorisches Zelt mal zum Speichern basteln oder so. Baui, 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 baui. Alles klar. Gut, der will mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Und dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, wenn es Richtung Krater geht. Wenn wir hoffentlich den Weg noch dahin finden. Ja, das könnte, glaube ich, problematisch werden. Na, wir haben ja schon mal was Großes gehört. Also sind wir, glaube ich, nicht so ganz falsch. Wir werden sehen, wir werden sehen. Wir sagen genau. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.